So, liebe Freunde von studierenweltweit.de, ihr seht es bei uns hier auch schon langsam der Winter ausgebrochen. Ich stehe gerade hier vor der Universität und ja, ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie die Uni hier praktisch den Weg zum Hauptgebäude hoch, das ist hier oben am Berg, geregelt hat, weil der normale Zugang, das ist ja, dieser Tunnel hier, Tunnel de la Rampe, den man hier so ein bisschen sieht, der ist halt noch zu, weil da sind Bauarbeiten seit April und ja, hier wird das Zeug halt einfach auch nicht fertig und deswegen hat man hier das hier eingerichtet. Ja, was ich jetzt sehe, dass ich den Berg hochschlängel, ist einfach ja, wie so eine Aneinanderreihung von Pavillons. Hier sehen wir. Wenn man Glück hat, ja, kann man auch immer mit dem Bus-Shuttle mitfahren. Aber ja, ich wollte heute mal den richtigen Weg zeigen für die harten Fußgänger. So, sind wir oben angekommen hier, Hauptgebäude, ist im Hintergrund. Ja, ist natürlich für die Leute, die hier normal studieren, die Quebecer, die sind hier natürlich ein bisschen angepisst, dass sie ihre Rolltreppe nicht mehr haben. Aber für mich ist es eigentlich ja, irgendwie ziemlich drollig. Ja, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag.